gerne. Liebe Zuschauer, ich habe heute wundervolle Gesprächspartner, und zwar den Herrn Büchner, der lange Chorleiter der Regensburger Domspatzen war, und ein Regensburger Domspatz, der inzwischen ein wundervoller erwachsener Sänger ist. Und ich habe mich riesig gefreut. Erstmal vielen lieben Dank, Nikolaus, dass du dieses Gespräch möglich gemacht hast. Und lieben Dank, Herr Büchner, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir hier plaudern. Meine erste Frage ist, Herr Büchner, was müssen Menschen, die mit Knabenstimmen arbeiten, was müssen die unbedingt beachten? Unbedingt beachten muss man eigentlich jetzt gar nichts, weil die Stimmproduktion und die Stimmbildung, also was sich hier abspielt im Kehlkopf, im Grunde ja doch das Gleiche ist wie bei jedem anderen Menschen auch. Also von daher gibt es nichts Besonderes. Besonders ist vielleicht doch, aber dann das Lungenvolumen, das nicht so groß ist wie beim Erwachsenen. Das heißt, man muss die Phrasierungen ein bisschen anpassen oder kürzer halten. Da kann man also auf jeden Fall, wenn man zu viel will und zu lange Phrasen will, da kann man Verspannung riskieren. Das ist das eine. Und, aber vom Umfang her und von der Stimmbildung selber ist es eigentlich nicht sehr unterschiedlich. Wie haben Sie es dann geschafft, so einen wundervollen Chor dann doch zu haben? Also man hört ja doch Unterschiede in der Qualität. Das heißt, Sie haben schon eine ganz besondere Gabe. Was ist da Ihr Geheimnis? Naja, also die Vorlieben und das Klang, die Klangvorstellung eines jeden Chorleiters ist immer ein bisschen anders. Die wollen sehr hell, die anderen wollen sehr gedeckt oder dunkler. Oder ich habe immer versucht, einen möglichst modulationsfähigen Ton zu bekommen, also der auch dynamisch sehr fließend und flexibel ist. Und so dass man auch bestimmte Literatur auch besser darstellen kann. Also die Buben haben immer sehr gerne romantische Musik gesungen. Und, wirklich? Romantische Buben. Ja, also Brahms, Rheinberger und solche Dinge, das war denen schon, lag ihnen am Herzen, das hat man schon gemerkt. Und da muss man natürlich auch von der Stimme her versuchen, möglichst eine große dynamische Bandbreite zu haben und den Stimmumfang natürlich selbstverständlich von der Tiefe, wirklich die Musik ja auch sehr tiefe Lagen und dann wieder extrem hohe auch, dass man die aufschließt. Also dass die Stimme lückenlos durchgeht, dass ohne Bruch nach oben ziehen vor allem. Gibt es da einen Trick, wie man diese Variabilität fördert? Also gerade dieser Registerbruch ist ja dann so die Schwierigkeit. Wie kriegen Sie die Jungs da drüber? Also wir haben immer sehr viele Übungen gemacht mit Glissando von unten nach oben, aber auch von oben nach unten. Also ganz, ganz intensiv weit angesetzt mit tiefer Kannst du das mal ausprobieren, Nikolaus, wie sich das anhören würde? Kannst du das mal machen? So zum Beispiel. Ja, also wenn man, habe ja ein Falsett und so, und das ist immer so der Rest der Knabenstimme eigentlich. Und wenn ich jetzt ganz weit oben ansetze, Kehle und Zunge tief, und dann den Ton ganz genau so. Ja. Und dann habe ich natürlich auch gleich einen guten Stimmschluss produziert und provoziert auch. Dieses und wegziehen. So, genau. Und das haben wir mit dem. In die Höhe. Und dann geht man, wie tief geht man dann runter? Ach ja, so bis es nicht mehr geht, aber in die Tiefe einfach lang weiter singen und ja, aufhören, wenn es aufhört. Also gar nicht groß nachdenken. Das ist kein Problem. Und dann natürlich von unten nach oben auch. Und über die Zungenlage muss ganz, ganz gut unten bleiben. So in einer bisschen Form nach unten, sich in den Kiefer anschmiegen und dann geht's. Machst du solche Übungen immer noch, Nikolaus, jetzt? Also so. Ja.
Wie hört es sich jetzt an? Wenn du, probier mal, wie wäre das? Also ich mache es dann schon ein bisschen tiefer. Ja. Da. Ja. Und auch eben von uns. Also ich hatte da auch damals immer noch ein bisschen höher und einfach schauen, wie weit man dann kommt. Und ja. Unterstützt man das dann auch mit einer Armbewegung oder geht das Ganze auch aus der Stabilität heraus? Also ich denke, dass es gut ist, wenn man das mit einer Armbewegung unterstützt, sich den Ton aus der Luft einfach rausholt oder so ein bisschen abfedert auch, dass man die unten nicht verliert, aber da kann eigentlich nicht viel passieren und ist das eine. Ja. Jetzt gibt es ja dann die Jungs, wenn sie in die Pubertät kommen, ist es ja dann manchmal mit der Stimme schwierig. Wie schaffen sie das dann, da einen Übergang zu schaffen oder hören die dann auf in der Pubertät, solange die Stimme kippt? Also wir haben bei den Domspatzen eben diese Methode auch entwickelt, dass man wirklich durchsingt. Ab dem Moment, wo man in den Stimmbruch geschickt wurde oder aus dem Chor, nicht entlassen, aus dem Chor weg musste. Wie lange ist diese Spanne? Also wenn man merkt, die Stimme fängt jetzt an, brüchig zu werden oder zu kippen, wie lange macht man dann weiter und wie schnell hört man dann auf und wie lange ist dann so ein Domspatz in der Pause? Also man muss beim Stimmbruch einfach zwei Dinge unterscheiden. Das eine, es gibt zwei Arten von Stimmbruch ist ein blöder Ausdruck, Stimmwechsel. Die einen sind Gleiter, die gleiten einfach nach unten. Die werden tiefer. Also wenn ich mich zurückerinnere bei mir, ich war kein Domschwarz, aber an meine Stimmbindung, kann ich mich noch erinnern, im Kirchenchor, ich habe zuerst im Sopran gesungen, ganz hoch, und dann ging es dann nicht mehr, dann war ich im Alt. Bin ich in den Tenor gerutscht und dann im Bass. Und das Ganze immer beim gleichen Stück, weiß ich noch. Die haben halt ein bisschen länger gebraucht. Auch. Ich glaube, bei dir war es auch so, Nikolaus, hast du erzählt. Ja, dass du keine, ich war auch ein Gleiter. Dass du auch so ein, was ist die Alternative zum Gleiter? Der das Springer. Ist wirklich tatsächlich, das ist tatsächlich, dass in der Mitte dann ein paar Halbtöne fehlen. Also das klingt dann bei der Armstimme so, wenn dann noch ein Fall. Das bildet sich dann als Falsett quasi aus. Und dann ist das, was man als Stimmbruch immer so im Ohr hat, wirklich so ein kleiner, so ein kleiner Bruch ist. Und ich meine, die Stimmfunktionen, also der Stimmbandschluss und die Resonanz und alles, das ist bei einem Gleiter ja. Bleibt ja da. Und das sieht man einfach, das lässt man einfach nach unten gleiten. Ja, unter Aufsicht natürlich. Das heißt, die bleiben im Chor und kriegen weiterhin Stimmbildung, aber singen nicht mehr mit ihnen. Bleiben nicht im Chor, aber die bleiben natürlich in der Institution, also das ist ja die Schule dabei. Also man hat sie wirklich, man kann sie jeden Tag eigentlich sehen, wenn man will, aber bei den Mutanten. Das ist ja der Fachausdruck. Bei den Mutanten haben wir es so gemacht, die kamen jede Woche einmal, haben wir nur 5 Minuten in die Stimmbildung und dann hat man sie gehört, dann haben wir gewusst, aha, wo steht er jetzt, wie geht es nach, kann man nach unten ziehen oder muss man bei dem zweiten von unten aufbauen. Dass man, wenn jetzt da wirklich so ein Bruch ist, dann kann man natürlich versuchen, es ist dann schon eine tiefe Männerstimme. Und dann eben mit ganz, ganz weichen und Übungen versuchen, die Stimme von unten aufzubauen. Also das ist mal sehr grob erklärt, aber es ist schon so. Und wie lange dauert so eine Mutation dann? Also wie lange sind die aus dem Chor so ungefähr? So im ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Wir hatten schon Kinder, die nach 4 Monaten schon wieder im Männerchor angefangen haben. Ach, wie schön, okay. Unglaublich, ja. Und das Längste, also wie lange kann es längst? Manchmal dauert es wirklich 3 Jahre. Also das ist okay. Ist da denn dann Druck? Also dann singen die ja immer wieder vor, oder ist da ein Druck dahinter, ich muss jetzt endlich so weit sein, dass ich wieder mitmachen kann? Oder wie ist es da psychisch? Das ist ja auch bestimmt eine schwierige Zeit. Ja,
es ist psychisch eine ganz, ja, eine blöde Situation für die Kinder. Also ich kann mich sehr gut erinnern, es kam dann immer wieder, klopft an der Türe zum Büro und ja, darf ich vorsingen, ich will wieder in Chor. Ja. Gibt es bestimmt auch Eltern, die richtig Druck machen, oder? Gibt es da bestimmt fürchterliche Eltern? Ja, nee, Eltern eigentlich weniger. Also das weniger. Manchmal schon, ja, aber die Eltern, die haben uns da schon auch das Vertrauen geschenkt und gesagt, ja, die tun das ihre. Und wir hatten natürlich auch das Bemühen, einfach die Kinder möglichst schnell wieder abzuholen und weiter zu bringen. Sie haben gesagt, aufzubauen, von unten her aufzubauen. Ja. Was meinen Sie damit? Also was passiert da übungstechnisch? Wie baut man so eine Männerstimme dann von unten her auf? Ja, man tastet mal ab, was hat er denn für einen Umfang? Das war meistens so eine Sechste, Quinte, Sechste an Umfang, die schon gut geklungen hat, wo man die Vokale ganz klar erkannt hat, wo man, also die nicht verwaschen waren oder dann ganz klar, ein A war tatsächlich ein A und ein O war ein O. Gut, wir waren ja auch irgendwo vorgebildet, ne, durch das Abendstimmen singen. Aber sie hatten einfach das Bewusstsein, aha, so und so soll das klingen oder kann es klingen und haben es dann produziert und da hat man dann angesetzt. Das Bewusstsein nach oben und unten erweitert. Sehr cool. Das heißt, es ist Ihnen dann gelungen, dass die Jungs bei der Stange geblieben sind. Sie verlieren nicht viele Kinder dann in der Mutationszeit. Das ist natürlich dadurch, dass eine Schule, ja, ein Gymnasium dabei ist, in die es jeder geht. Und ja, das ist, da verliert man sie ja eigentlich nicht. Man hat sie ja, man muss eben schauen, dass man sie in Beobachtung hält. Dass man sie nicht, das habt ihr ja. Also so war es am Anfang meiner Zeit vor über 25 Jahren jetzt mittlerweile, als ich angefangen habe bei den Jungspatzen, war es so, dass man gesagt hat, wenn einer in Stimmbruch kommt, ja, da waren noch die Neun. Wenn du 16 bist, singst du wieder vor. Ja. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das wäre auch traurig. Das ist ja auch psychisch auch wirklich. Wie war es für dich, Nikolaus, die Zeit, als du so in die Mutation kamst? Du bist ja dann geglitten, durch die Mutation durchgeglitten bist. Also ein bisschen war es auch so, dass es ein bisschen cool war, wenn man dann den Stimmbruch quasi... Ehrlich? Ach, das ist ja schön. Das ist ja eine schöne Grundhaltung. Ja, also das ist ja schon bei mir so ein bisschen so. Und ich bin dann auch im Stimmbruch, weil ich aus der weit weg von Regensburg wohne, nach Hause gegangen. Aber hatte dann immer weiterhin noch Stimmbildung. Also diese Gleitphase wurde betreut. Und und dann habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, wieder in den Chor zu kommen. Wie lange warst du draußen? Also ich war dann auch 3 Jahre nicht in Regensburg, aber als ich dann wiederkam, durfte ich direkt wieder im Konzertchor singen. Ach, wie schön. Wie alt sind denn die ältesten Domspatzen? Ja, die sind Gymnasiasten. Also die sind mit 18 mittlerweile, macht man ja mit dem G8, 18 oder so Abitur und dann sind sie auch weg. Dann sind sie weg. Das heißt, dann ist die Chorzeit auch zu Ende. Das heißt, man muss die dann, werden die dann übergeleitet? Also betreut man die beim Vorsingen? Wie geht das überhaupt? Was passiert denn dann? Ja, wenn jetzt einer sagt, okay, er möchte bei dem und dem Chor, so einem ambitionierten Chor oder so vorsingen, dann hilft man natürlich. Ansonsten überlässt man sie ihrem Schicksal und sagt, du, wenn du weiter singst, mach weiter. Die meisten singen auch irgendwie in Ensembles oder einfach. Eigentlich wäre es doch fantastisch, einen Männerchor danach zu haben, oder? Es wäre ja ein fantastisches... Ja, den hat man auch. Ja. Kann man sich zusammen telefonieren, das ist klar. Da gibt es ganz viele, viele Ensembles. Okay. Ja. Das heißt, du fällst dann nicht plötzlich raus und fällst in ein tiefes Loch, sondern du hast dann tatsächlich schon auch was du... Ja. Oder weiter was? Okay. Aber Sie haben vorhin was ganz Wichtiges gefragt und da möchte ich nochmal drauf eingehen. Und zwar die psychologische Seite. Dadurch, dass man die Kinder während des Stimmbruchs oder während der Mutation, bleiben wir bei dem Ausdruck, während der Mutation betreut, haben die Buben auch einen Vorteil, die merken es allerdings gar nicht. Aber dadurch, dass sie ihre Stimme viel, viel besser im Griff haben als andere, konnten die wunderbar Theater spielen zum Beispiel.
Ja, da gab es eine Theatergruppe, ganz rührig, und die haben dann Theater. Oder allein, dass die Stimme viel besser funktioniert und nicht nur rumkippelt. Also wenn man so im Stimmbruch, wenn es früher so, kann mich erinnern, extrem war, dann haben die halt so umeinander gejodelt. Also, und das ist natürlich psychologisch für einen jungen Mann, immer junge Männer gesagt, ganz bewusst, für so einen jungen Mann ist es dann nicht ganz ohne, wenn die Stimme nicht funktioniert, weil mir doch der Ausdruck auch ist nach außen. Und wenn der eine angenehme Sprechstimme schon hat, das ist ein unglaublicher Vorteil, den man gar nicht so im ersten Moment merkt. Ja, aber das ist richtig. Der sich mitteilt. Ja. Also, das heißt, es lohnt sich immer parallel auch an der Sprechstimme mitzuarbeiten. Ich würde unbedingt darauf arbeiten, dass man während dieser Zeit irgendeiner Weise singt, Stimmbildung hat. Also wir haben das so gemacht, dass jeder einzeln einmal in der Woche kam. Das hat sich nach 10 Minuten, eine Viertelstunde erweitert. Schön, wenn mehr gegangen ist. Und dann hat man auch gleichzeitig noch so einen Mutantenchor installiert. Das waren immer so 10, maximal 10 Leute, dass man sie gut aushören kann. Und die haben miteinander gesungen, ganz einfache Dinge. Einfache Kirchenlieder, kleine Antiphonen oder Volkslieder oder so. Oder ja, auch manchmal Popsongs, ganz miteinander gesungen. Und dann aber auch sich gegenseitig vorgesungen. Dass diese Scheu verliert, dass man die Scheu verliert, durch stimmlich zu äußern, auch gerade in dieser schwierigen Zeit. Das ist sehr, sehr wertvoll, dass Sie das sagen, denn ich erlebe das auch bei Erwachsenen. Es ist ja nicht so, dass das nur bei Kindern in der Mutation, wo es auch natürlich pubertär auch noch schwierig, glaube ich, so von der Psyche in eine schwierige Phase, aber auch erwachsene Sänger sind ja sehr unter Druck in Bezug auf die Stimme als ihr Instrument, wenn da mal irgendwas nicht funktioniert. Also ich hatte mal einen Sänger, der hatte die erste Rolle in der Zauberflöte. Zum ersten Mal durfte er den Sarastro singen und kurz bevor es dann soweit war, hat er gemerkt, die Stimme kann nicht mehr so. Und der Druck, der dann entsteht, wenn dieses Instrument plötzlich nicht mehr so funktioniert, ist ja nicht vergleichbar mit dem Druck, den andere Menschen in Bezug auf ihre Stimme haben. Das ist ja einfach ganz krass, diese Sensibilität auch überhaupt zu spüren, dass da was nicht stimmt, schon sehr, sehr früh. Und dann die Stimme so als unverlässlich irgendwie zu erleben, das bringt schon psychisch einen extremen Druck, was ja auch noch dadurch bedingt ist, dass wenn er nicht hätte singen können, was zum Glück gelungen ist, da schwupps ein anderer gewesen wäre und dann wäre er draußen gewesen und hätte er die Rolle eben nicht gehabt und wäre vielleicht, hätte so eine Chance nicht nochmal gehabt. Also der Druck, den Sänger haben in Bezug auf die Stimme, ist extrem hoch. Und da finde ich wertvoll, dass Sie sagen, da muss man irgendein Gegengewicht schaffen, zum Beispiel an der Sprechstimme arbeiten. Ich glaube wirklich, das ist eine gute Idee, um wieder eine positive Beziehung zur Stimme zu bekommen. Ja, ich habe es oft dann bei den Theateraufführungen, die ich mir angesehen und angehört habe, oft gedacht, Mensch, haben die schon tolle Sprechstimmen, die kommen. Aber es ist nicht immer gleich, ne? Also es gibt schon Menschen, die haben eine gute Sprechstimme und eine schlechte Singstimme und umgekehrt mit sehr guter Singstimme oft keine gute Sprechstimme. Also es gibt ja schon, schon beides. Aber ich will nochmal in die Praxis gehen, weil das so spannend war. Also wir gehen jetzt nochmal in diese Situation mit der Kippelstimme und was könnten wir für Übungen machen? Also was würde denn die Stimme stärken, wenn sie kippelig ist? Ich könnte mir vorstellen, dass man das übertragen kann auf kippelige Stimmen, die man zum Beispiel bekommt, wenn man älter wird oder was weiß ich, wenn irgendwas nicht so mal ein bisschen erkältet ist oder die Stimme überlastet hat. Also was kann man tun, um der Stimme zu helfen in der Praxis dann tatsächlich? Praxis. Also ich würde auf jeden Fall Stimmübungen machen, die auch die zu meinen Lieblingsübungen, da kommen wir wahrscheinlich. Ja, unbedingt. Ich habe sehr vorhin gesagt, ich möchte Ihre drei nochmal drauf dazu machen. Und zwar sind es einfach Übungen mit Verschlusslauten. Und zwar kurze Töne. Irgendwie so. Okay. Ja, also Staccato-Töne, wenn man dann sich, sage ich mal, einen Dreiklang vorgibt oder so, ist es schon mal ganz schön schwer, den auch wirklich immer sauber zu treffen. Ja, also Sie geben einen bestimmten Ton vor und der soll nachgesungen werden. Ich kann nicht mal pop, pop,
piep, 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 pop, piep, sondern ich soll genau einen bestimmten Ton treffen. Ja, also man kann, wär vielleicht sogar zielführend am Anfang mal so, wie Sie es jetzt gerade gemacht haben, so zufällig einfach so Töne reinsingen mit diesem Stimmverschluss. Piep, do, also ein weiches D ohne Behauchung, ohne Aspiration. Do, 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 do. T oder D? Ein weiches D. D. Dora. Dora. Ja. Und ohne Behauchung, also nicht to, sondern do. 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 Genau. Ich meine, das zwingt ja die Stellknorpel wirklich genau einzustellen auf diesen Ton. Ja? Und durch diese Staccato-Töne ist der Stimmschluss, der Stimmbandschluss, der trainiert sich dadurch, sage ich mal, so wie Muskeltraining, der trainiert sich dadurch und dann wird die Stimme weniger behaucht sein mit der Zeit. Aber mit O und Ü, oder? Ich brauche einen sehr geschlossenen Mund. Ich könnte jetzt nicht mit A machen, oder? Da, da. Geht schon auch, aber das würde ich als letztes machen. Ich würde da von dunkel nach hell gehen. Ja, okay. U, mit U, du, 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 du. So was, ja. Genau. Also von dunkel nach hell und dann erstmal zufällige Töne und dann durchaus nach Vorgabe, dass man auch das Gehör mitschärft. Und das geht selbst bei mir immer wieder noch schief. Ja, weil man sich unglaublich konzentrieren muss. Ja. Hervorragend. Also das ist auch so eine Übung für Knabenstimmen und auch für Mädchen natürlich, die ja oft sehr, sehr verhaucht sind. Ja. Die haben ja auch Mutation. Ja. Also da äußert sie sich immer ein bisschen anders. Ne? Die Mutation bei Mädchen ist ja genauso da, nur in Schüben, immer manchmal wochenweise, also monateweise, dann ist wieder mal so eine Woche drin, wo die Stimme total hauchig klingt und los. Ja, mein Eindruck ist sogar, dass das nochmal kommt, denn irgendwann rutscht man doch auch von dem vom Sopran in den Alt. Mhm. Ja. Also ich glaube, so, das kommt irgendwie auch noch mit 30 oder so oder 40. Da ist nochmal so da wird die Stimme nochmal deutlich tiefer. Ist das bei den Männern nicht auch so? Also man hört doch schon an der Stimme schon, dass die Tiefe des Alters noch ein bisschen. Vielleicht ist es auch die Weisheit. Die dann so runter. Oh. Aber man würde doch, also es ist doch so, dass die Sopranistinnen sind doch die jüngeren Frauen, oder? Und dann die Altistinnen, die Älteren. Ach nee, das würde ich jetzt, generell kann man es, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Das ist da auch natürlich, ja, vielleicht durch das Alter, aber auch durch Resonanzveränderung. Also weil ein Alt spricht andere Resonanzen an, vielleicht. Ja, im Alter wird man vielleicht auch ein bisschen stärker oder ich weiß nicht. Lockerer vielleicht auch, oder? Entspannter und locker. Wie ist es bei dir, Nikolaus? Was singst du eigentlich? Welche Stimmfarbe hast du denn da? Also ich bin Bariton, aber direkt nach der Mutation war ich schon eher Tenor. Ne, das heißt schon, es wird tiefer. Ja, genau, aber... Herr Büchner, könnte es passieren, dass Nikolaus irgendwann ein Bass werden würde? Oder ist es jetzt schon festgelegt, dass er ein Bariton ist? Kann durchaus passieren. Das kann und zwar beides passieren. Er kann auch höher werden. Au, ehrlich? Das ist auch schon passiert? Ja. Also wir haben bei den Gleitern, ist es ja wirklich so, dass man genau aufpassen muss. Man hält ja nach oben eine gewisse Spannung an, ja, also jetzt nicht eine Überspannung, aber dass die Stimmlippen auch wirklich gespannt sind und nach oben eben die Höhe ermöglichen. Und durch Abdampfen und so alles Mögliche passiert da, aber das ist gut. Manchmal rutscht es dann tief, ich habe es auch schon erlebt, dass manche im Bass gelandet sind und dann doch wieder im Bariton, wenn sich die Stimme dann wieder gesetzt hat. Das hängt natürlich mit dem Wachstum zusammen und Wachstum auch in den Stimmlippen und allem. Und wenn dann plötzlich mal so ein gewisses Standing da ist, jetzt mal mit 21, 22 vielleicht erst bei manchen, dann kann man auch wieder erreichen, dass plötzlich mehr Höhe da ist. Dann kann auch ein Bariton ein Tenor werden, ein Tenor 2 oder so.
Das bringt mich zu einem sehr spannenden weiteren Thema, das ich oft erlebe, und zwar die Laienchöre, dass die Besetzung nicht so erfolgt, wie es eigentlich die Stimme erfordert. Dass jetzt eben auch, da fehlt vielleicht jemand im Bass und dann ist man froh, dass man jemanden hat und dann singt er halt Bass. Oder ich weiß auch gar nicht, ob alle Chorleiter in den Laienchören sich überhaupt die Mühe machen, herauszufinden, in welcher Stimme jemand auch wirklich richtig aufgehoben ist oder ob man nicht einfach damit sich darauf verlässt, dass der das schon richtig angeht. Wie denken Sie darüber? Ja, das muss man, also da, gerade auch in dem Laienchor wäre es dann schon vernünftig, sich die einzelnen Sänger nach und nach mal herzuholen und einzeln mit ihnen zu arbeiten. Und dann würde man ja auch doch relativ schnell erkennen, hoppla, die Höhe, die ist ja nur gedrückt. Ja. Ist ja nur gematcht. Ja. In der Tiefe tut sich da eine wunderbare Stimme auf. Ja. Ich kenne sie heute, wenn Sie sagen, genau, das muss man spüren. Umgekehrt passiert ja auch, dass jemand im All singen muss, weil er musikalisch ist und die Stimme. Ja. Dann ist es immer in Anführungszeichen einfacher, weil ich vom Gehör her es einfach leichter habe. Ja, weil das ist die Melodie dann eben. Ja, meistens, ja, klar. Ja. Gut, also bei Domspatzen, wenn man so im Kunstgesang ist, da ist es ja ganz was anderes. Ja. Einen einfacheren Chor setzen, Melodie halt wie in diesem Sopran. Das heißt, bei den Domspatzen war es dann tatsächlich so, dass immer wieder man gehört hat, ob der Junge dann in dem da noch richtig ist oder das dann noch verändert hat. Oder? Ja, man hat, das kam wirklich oft vor, dass einer im Sopran angefangen hat und wirklich als Sopran angefangen hat und im Alt 2 gelandet ist vor dem Stimmbruch. Das ist durchaus möglich. Umgekehrt war es wirklich auch öfter so, nicht nur einmal, dass man einen wunderbaren Altisten hatte und gemerkt, Mensch, der ist aber mit der Tiefe dann doch, man hat ihn alt singen lassen, weil er hat noch ein kleines B gehabt und so und echt jetzt eigentlich mal für den Umfang selten, dass es mal tiefer ging und so. Da hat man gemerkt, dass die Stimme ja ganz locker nach oben geht. Und gibt es da auch Übungen, wo man das erkennen kann? Also haben Sie jetzt da irgendwie so einen Rat, wenn jetzt da so ein Laienchorleiter oder eine Laienchorleiterin, was kann die für Übungen machen, wo man das gut hört, in welcher Lage jemand ist? Also da sind die Sando-Übungen tatsächlich wichtig und gut, denn da merkt man es als allererstes. Ja? Gleitet die Stimme ganz offen nach oben oder wird das Glissando eng? So, das wär gedrückt. Ja. Yeah. Wenn die Öffnung da bleibt und wenn die Stimme nicht dünner wird, ja, man muss danach gut hören, ein Chorleiter muss hören, dann muss man schauen, ist die Resonanz, entwickeln sich da Resonanzen im Körper, im Kopfbereich vor allem, aber sonst auch entwickeln sich Resonanzräume plötzlich, tun sich die auf und dann kann ich auch sagen, Mensch, du, mal im Sopran probieren. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann setzt man den entsprechend. Also Glissando sagt, sie lassen rauf und runter, können Sie vielleicht einmal komplett machen, so eine komplette Glissando. Ja. Oder du, Nikolaus, kannst du mal eine Glissando-Übung machen? Mach mal, einfach von unten nach oben und dann wieder zurück. Und das muss man natürlich transponieren auf eine Frauenstimme. Das ist jetzt alles eine Oktave zu tief. Ja? Egal, probier einfach mal so eine Glissando. Aber, ja. Also, ja. Was würde der Herr Kapellmeister jetzt sagen? Auch über Zoom hatten wir gemerkt, dass nach oben dünner wird. Ja, das heißt, da muss man mehr stützen. Ja, mehr stützen, aber vor allem auch die Mundform halten. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Ich meine, ja. Also aber spannend. Also ich finde auch, dass man, Anspannung sieht man ja auch manchmal im Gesicht, ne? Wenn man dann anfängt, irgendwie da irgendwas machen zu müssen, um den Ton dann oben umzukommen. Ja, toll. Also solche Übungen würden Sie empfehlen, dass man die macht und schaut, wo es enge und wo geht es leicht. Und auch einfach mal in der Höhe ansetzen, nicht nur in der Tiefe, sondern
Wenn ich jetzt also als geborener zweiter Bass, der ich immer bin und schon immer war, also als Männerstimme dann als Erwachsene. Ja, das heißt also Glissando-Übungen nicht immer automatisch vom ganzen oben nach ganz unten, sondern die könnten auch so Tonschwünge, könnten das auch sein. Ja, klar. Wie würde sich das anhören? Was wäre das? Nikolaus, kannst du das auch? So kleine Sequenzen, die man dann so unterschiedliche Tonen... Also, dass man, ja, wir haben dann immer gesagt, wir mussten mal so ein bisschen eiern. Wie wenn man sich so in genau sowas, ja, ganz genau, ganz absichtlos, also man muss jetzt da keinen Ton treffen und so, man kann sich nur spüren und atmen. Ja, das haben wir gestern auch gemacht, Nikolaus, einfach mal so rausgeguckt, was da so raustönt aus der Stimme, ich habe das dann Seelengesang genannt, ja. Also einfach nur mal auszuprobieren, so, was so rauskommt aus der Stimme, mal ganz, ganz locker mal auszuprobieren. Sie machen hier, wichtig hier, locker. Ja, also die Öffnung hier über die Kiefer, das haben Sie, ja, dass die immer da ist. Ja, die Zungenlage tief erstmal. Also man muss eigentlich immer so ein bisschen, sieht es aus, ob man ein bisschen doof ist, oder? So alles hängen lassen. Oder so ein bisschen beleidigt schauen. Komm ich da besser rauf, wenn ich so. Ja, schon, klar. Ja, also wenn es hoch geht, nicht mit dem Kiefer nachgehen. Also hängen lassen und dann? Hängen lassen, ja. Genau. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir zu Ihren Lieblingsübungen, Herr Bühne. Also kommen wir zu Ihre drei liebsten Stimmübungen. Okay, also das eine ist tatsächlich das, was wir vorhin schon behandelt haben auch, ist tatsächlich, dass man Glissando macht. Von unten nach oben, aber auch von oben nach unten. Erstmal mit auch mit Bewegungen, mit so reinholenden Bewegungen. Nikolaus, wir machen das mit. Die Vokale ändern. Mal auf Ü, ne? Dann oder Ö. Also die Umlaute, übrigens, Umlaute sind eine ganz gute Brücke. Ja. Vokalausgleich, ne? Aber nicht Ä, oder? Es muss schon Ü oder Ö sein. Ja, irgendwann muss man mal ein Ä singen, aber ich finde aber, das A Anfang ist so oft geplärt, ne? Das A ist so oft plärrig und Ä ist recht. Ja. Aber wenn Sie von einem Ö zum Beispiel. Und wenn man das A dann mal gespürt hat, dann kann man ja. Das ist eine gute Idee, vom Ö ins A zu gehen und dann das A auch mal, wenn ich das A mal gespürt habe. Ja, das war wertvoll. Dann wird das Ö nicht so, dann wird das A nicht natürlich auf und weite, ja, aber ja, und eventuell dann auch mit einem, sag ich mal, mit einem Konsonanten vorher, der ein bisschen nach vorne bringt. Nier. Ja. Ja, ja, ja. 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 Wie hast du das gemacht? Was NG? NJ oder NG? Ja, NG nicht so, NJ oder sowas. Ne? Ja. 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 Dann habe ich den Ton vorne. Sehr cool. Hat mir richtig Lust, macht schon Spaß. Macht gute Laune immer singen. Okay, das war die erste, also das Glissando. Gut, die zweite ist ganz, ganz anders jetzt. Die ist sehr, sehr diszipliniert. Und zwar ist eine Fünftonreihe, die man möglichst in der Mittellage macht. Also für Alt und Ass würde ich eben so zwischen, ja, würde ich mit dem Ton S anfangen. S. Ich hole mal schnell ein. Genau. Und dann von dunklen Vokalen in dunklen Vokalen ausgehen. Also U.
So, und dann sich vorstellen, ich ziehe jetzt nur, ich mache gar nichts anderes. Dann stellen wir nur vor, ich mache nicht den Ton stärker. Ja, jetzt habe ich nichts mehr gehört. Das macht irgendwie der Ton, macht das immer weg. Das ist bei mir gestern auch mit Niklas gewesen, da war auch der Ton plötzlich weg. Also, ja, genau. Also, und jetzt nicht sagen, nicht so sängerisch rangehen, in dem Sinn, dass man sagt, ja, ich möchte jetzt crescendo oder, ne, ja, sondern ganz, ganz leise und sehr, sehr piano. Ja, Niklas, mach mal du, wie man es macht. Also eher klein, ne? Ganz, ganz klein. Das machen wir mal. Das ist schön, also es geht ja auch mit dem Pinzettengriff und mit dem leisten, so. Ja, und eben möglichst, ich glaube, möglichst leise und halt weich auch, ja. Ja, um zu verhindern, dass man da zieht oder drückt. Ja. Also genau, und diese Übung wirklich, man kann auch mit dem mittleren Ton anfangen, zum Beispiel. Ja? Und dann wirklich auch vom Ohr her genau kontrollieren, nicht wie ich gerade den zweiten Ton zu tief gesungen habe. Das wird ja kein Mensch hören, außer ja, Ihnen. Ja gut, aber es ist schon wichtig. Ja. Und, so. Und das kann man auch mit dem ganzen Chor machen oder mit einer Stimmgruppe oder so. Und beim Sopran, dann würde ich nicht, müsste es hochgehen bis E, F, F2. Ja? Und zwar immer in der gleichen Art und nicht verstärken und nicht sagen, oh, ich muss jetzt da lauter werden, sondern ganz piano bleiben und diese Funktion übt. Das hat welches Ziel vor allen Dingen? Ja, erstens die Vokalreinheit und dass die Stimme funktionieren lernt über das Zentralnervensystem. Ah. Dass ich mir das genau vorstelle, yeah, und genau eine Klangvorstellung habe. Und dann läuft der Laden. Also das ist eine ganz wichtige Übung und dann kriegt man auch einen sehr, sehr schnell oder in relativ kurzer Zeit einen ganz schönen, ausgeglichenen Chorklang. Oh, schön. Ja. Schön. Also der Alt und der Bass, die können ein bisschen tiefer anfangen. Der Sopran, Tenor, vielleicht bei G. Aber wirklich nicht höher als F gehen. Muss gar nicht sein. Denn je höher ich gehe, desto mehr muss ich mal als Sopran vor allem ja, die Öffnung verändern. Weil die Formanten oben beim hohen G zum Beispiel so sind, dass sie zusammenfallen und dann kann ich singen, eine Öffnung haben, wie ich will. Das wird immer der richtige Vokal. Das heißt, die Reinheit ist da der Fokus. Genau. Sehr gut. Also wir haben einmal den Umfang, den genau, wir jetzt trainiert haben. Jetzt haben wir die Reinheit. Ja, und der dritte? Und das Piano vor allem. Das ist, ja, das Piano. Und das andere ist tatsächlich auch dieser Stimmschluss. Also ich habe halt auch immer wieder gemerkt, wie lästig das ist, wenn ich neben jemandem sitze, wo die Stimme so rauscht. Ja? Wenn so viel Nebengeräusche drauf sind, so wilde Luft ist. Ja. Und die kriege ich am besten weg mit solchen Übungen. Mit den Plosiven. Mhm. Genau. Das war das Pü, Po, 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 Po. Genau. Do, 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 do. Der geht auch mit L, also wenn man es kann, irgendwann nochmal kann, ja. Das merken dann sofort, wenn es platzt, ja. Wenn dieser Ring gesprengt wird, dann geht es. Ich darf einfach die Lippen auch nicht zu breit ziehen, ne? Es darf nicht in die Breite gehen, sonst muss alles immer rund bleiben. Und ja. So ist es.